Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Freeware- und Open-Source-Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade Show 6.5. Ich bin der Basti, der Tino sitzt in Augsburg und wartet auf seinen MacBook Pro. Und da ich meinen Urlaub ein bisschen vorgezogen habe, können wir frühestens wieder am 3. Juni eine neue Show aufzeichnen. Deswegen bekommt ihr ein kleines Behind the Scenes von uns, damit euch das Warten nicht zu schwer fällt. Fans, verstehst du? So, die Digital Upgrade Kasse. Verkaufsmodus 0 Euro. 0 Euro, war ja klar. Gut. Zum Glück kann die Kasse keine Minusbeträge anzeigen. Beziehungsweise nicht in dem zu bestellen. Nicht zu, ja genau. Hier könnt ihr jetzt den Laden sehen, in dessen Studio wir aufzeichnen. Naja, viel sieht man nicht vom Laden, etwas wirre Kameraführung, aber naja, so wie ein Fotoladen halt aussieht. Und ja, gleich seht ihr mehr über unser Studio. Wer noch keinen Flyer hat, hier liegen sie bei Foto Sofort in München Leim. Natürlich auch bei unseren PR-Beratern, Doubles und sonstigen zu bekommen. Hier News. Hier sind wir schon professionelle Studioausleitung. Und wer jetzt glaubt, das hier ist unser Studio, der hat weit gefehlt. Und hier geht es in die heiligen Hallen. Und da sind wir schon. Das Studio, wie man es kennt. Unser Equipment für Mikrofonaufnahmen, Ton und Spaß. Unser Monitor. Zur noch besseren und noch weicheren Ausleuchtung, als diese Herren können, dieser Parawand. Beleuchteterweise. Komm mal vom John zu Hippies Live. So. Meine liegen viel zu sehr. Du kannst ja so hochstellen. Ja. Scheiße, hält nicht. So, wenn du da mit deinem Headbanging fertig bist. Jetzt ist doch gut, ey. Schau, ja, super, super Hairstyle. Also das, was das hier halt hier rumhängt. So, weg. Ja, hergestylt. Das ist gut, das kann ich meine Hände hier auch so verstecken. Die andere Hand ist ganz weg, die könnte auch unter dem Tisch sein. Und so. So, jetzt ist aber schwul. Hallo und herzlich willkommen. Ich hab das jetzt alles. Komm mal. Ist man nicht überhaupt eingeschaltet? Ja. Ich geh nochmal kurz aufs Job. Du kannst einfach hier sitzen bleiben und überlegen, was ich sagen soll. Guten Tag. Herr Tetzel geht nochmal aufs Klo. Sicher ist sicher. Ich sitze hier allein. Allein gelassen. Im Keller. Um das mal hier klarzustellen. Ich bin hier very alone in the dark room. Boah.
die Windows-Sondersendung mit dem PowerBook in der Front, so wie sich das gehört. Es ist kein MacBook Pro. Er kommt wieder. So. Mikrofon ist an. So ist rot. Die tauschen wir auch noch. In der Schublade sind Batterien drin. Meine sah toll aus, ja. Grün? Ja, ich habe keinen die Akkus sind leer, die drin liegen. Also nimm eine von diesen anderen. Vielleicht ist da eine voll. Auch hoch? Ja, warte, das dauert ein bisschen, bis es ganz anhüpft. Nee, es ist rot. Okay. Da habe ich auch drin. Mit 6 Zylindern wahrscheinlich. Immer noch rot, jetzt ist es grün. Sag ich ja, M-Power. Klar, M-Power. Und verlösen die. Genau. Wo ist Batterie tiefer gelegt? So. So, let's start. Finally. Ich muss ja nicht mehr den Tisch nehmen. Nee. Hast du es dann bald? Muss mal überlegen, wie ich da richtig mich mit dem Ja. Ich setze mich aus. Wie ist auf dem Bierbank? Okay? Hallo und herzlich willkommen zur 6. Show von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Und ich bin der Basti. Hi, und wir haben gleich mal vorweg, wollen wir damit... Nein, nochmal? Okay. Damit oder damit? Damit, ja, damit. Alles klar. Der CD-Burner XP, unser persönlich selbst geschriebenes... Ja, unser Super-Tool, also nein, unser Favorite, wollte er sagen. Bevor er angefangen hat, sich tot zu lachen... Okay. Und nicht wieder ins Gesicht schlagen. Und du kannst ja sagen, unser Favorit, was CD-Brennprogramme angeht. Das darfst du schon sagen. So viel zu CD. Nein! Ist weg! Nein, das ist eine Kopfteile eingefüllt. Toll! So. Ich möchte übrigens nochmal darauf hinweisen, dass wir hier bei unserer Windows-Sondersendung nur das Apple Book stehen haben. Das ist so cool, ja. Okay. Alles. Das ist wirklich so perfekt, ist das. Kein MacBook Pro. Nein, es läuft auch kein Windows drauf. Ist egal. Ich laufe jetzt einfach. Das war der CD-Burner XP Pro. Ja, ich würde sagen, unser Favorit zum CDs brennen. Und der ist halt einfach kostenlos. Und das ist wirklich toll. Und ja, der Funktionsumfang ist gigantisch. Einfach mal ausprobieren. Also er kann noch sehr viel mehr, als wir jetzt in den paar Minuten. Das ist so das... Wie in guten Filmen. Die Kulisse hinter uns bricht zusammen. Gucken, wie weit wir kommen. Die verschiedenen Funktionen
eindeutig und ganz klar. Nein, ist mir nochmal. Dreimal Sprachdepp. So, das war OpenOffice.org 2007 Beta 2. Informationen zum Public Release. Das ist schon schwierig, Englisch für fucking Spange, ey. Vor allem, deutsche Sprache, schwer, schwer, Public Release, genau. Ja. Okay. Office 2000. Was? Public Release. Also, once again. Office 2007 Beta 2. Informationen zum Public Release. Du hast schon wieder Public gesagt. Okay. Ein L. L like Ludwig. L. Okay. Do it like the Chinese. Speak Office Public Release. Entschuldigung. Office 2007 Beta 2. Informationen zum Public Release. Ja. Ja, Jeff Reichs heißt der CEO, falls du das missen möchtest. Nee, ich wollte. Du wolltest einfach lachen. Ich wollte einfach lachen. Ich werde das nie mehr hinkriegen jetzt. Okay. Advanced Origami. Musst du aber so rum hinlegen eigentlich. Du hast doch Origami. Schön, dass der Drucker so schief gedruckt hat. Origami plus plus. Super. Das ihr neues SUSE Linux 10.1 mit. Guten Morgen, Tobi, das ist ein Handy. Ich quäle irgendwie schon da oben am Fenster. Okay, nochmal. Das ist alles interessant. Wir sagen einfach, dass es kommt. Überhaupt kaum Farbunterschied. Könntest du mal hier. Bei mir ist, ich habe gestern so halb oben ohne Tennis gespielt. Schau mal das. Und hier meine Golfhandschuhe. Du hast wenigstens so ein bisschen. Ich hab, ja, von gestern habe ich das. Ja, Mann! Hier, ching, ching. Das ist dann natürlich auch übel hier. Der Hand. Ich habe den Handschuh immer an, wenn jemand fragt. Hier nicht, aber hier schon. Boxhandschuhe, Golfhandschuhe. Michael Doch. Jacksons Dance-Handschuhe auch. Latex-Handschuhe. Latex. Da gibt es auch Videos davon. Latex-Handschuhe. Ach ja. Okay. Du machst den Einstieg übrigens. Echt? Ja, ich habe gerade den Windows-Channel gesungen. Okay. Windows-Channel. Yeah, yeah, Windows for all. Ja, genau das, was jetzt drin ist. Ich klappe das mal schnell zu. Nein, naja. Firefox 2.0 Alpha Bon Echo, der beliebte Browser, die neue Alpha ist. Was ist denn mit dir? Nein, da steht nur beliebter Browser. Ist doch wurscht, du musst ja nur das bis dahin sagen. Fire. Das geht nicht. Ja. Firefox 2.0 Bon Echo Alpha Ding. Scheiße, falsche Rechenreihenfolge. Firefox Alpha. Na, Firefox 2.0. So, jetzt aber. Firefox 2.0 Alpha Bon Echo erschienen. Ja, richtig. Die neue Version der Alpha von.
Muss ich hier wieder mal meine Arme ausrichten? Welches ist es? Welche Hand? Passt schon. Glaubst du nicht, dass der Finger da oben ist oder willst du nicht einbauen? Firefox 2.0 Alpha. Mann! So. Ich hab's gleich wieder, ja? Ich hab immer wieder, dass ich anfühle. Mr. Tourette, können Sie sich etwas. Es kommt wieder die Mitternacht. So. Warum das Metall aus dem Gesicht fällt. Mr. Bling Bling neben mir. So, check this out. Das Outro. Wir quatschen heute sehr wenig. Ja, aber das ist gut, weil wir haben wir wollen ja versuchen, mit Zeit zu haben. Wir haben auch eigentlich nichts, worüber wir beratschen können. Das ist richtig. Wir haben davon gar nichts haben. Eben, wieso auch? Ja. Brauchen wir auch nicht. Ja, wirklich sind wir eh noch Roboter. Eben. Nee, nee, Akku leer. Guck mal, Öl ist alle. Das können wir heute als Ausstieg machen. Und Akku leer. Man sieht schon, du hast ja die Außenantenne schon montiert. Bevor man das Metall aus dem Gesicht fällt, finde ich viel besser den Spruch irgendwie. Tooth Tino. Was? Platin? Nein, was ist denn Blei? Plum bum. Was ist denn Blei? Plum bum. Ja, aber dann nicht auf. Auf Englisch, klar. Ach, Plumbium. Ich geb dir gleich Plumbium. Plumbium. Hey, you fucking. This is my telephone. Hey, das ist irgendein Grund, haben wir jetzt wieder keinen Ton. Dann ist es für heute Schluss. Dann habe ich keine Lust mehr. Dann sage ich, dann verschieben wir die Woche. Dann synchronisiere ich es einfach komplett allein alles nach. Nein. Vor allem, wenn ich mich. Nein. Bring mal so eine Sendung. Oh mein Hals. Ach, mehr haben wir nicht mehr zu erzählen und genau. Mir ist es jetzt eigentlich auch. Mir langt's. Tschüss, ich gehe. Ja, perfekt! Bandende!